Ich wollte schon sagen. Hab mir schon so gedacht, wir haben doch bisher nur eins Herzcontainer gefunden. Also, jetzt haben wir zwei. Das heißt, vier fehlen noch. So, was hast du für mich? Zwei Letters. Ein 200er. Alles scheiße. Okay. Dann ist die Frage. Sunken Treasure. Look at Platform, Sunken Treasure. Ja, dann gehen wir nach Great Fish Isles. Das hätte ich nicht erwartet. Ich werde zwar wahrscheinlich die Höhle zweimal machen müssen. Was haben wir denn hier direkt? Destroy the Cannon and Gunboats. Ja, das bringt mir absolut nichts. Also geben wir Lookout Plattform und Sunken Treasure. Ich muss erst den Maskenkönig besiegen. Schalalalala. Ja, fällt mir echt nicht viel an, was man dann noch machen kann. Also hier muss irgendwie ein Item sein, das mich in einen Tempel weiterbringt. Oder halt Hookshot. Ja, Hookshot ist ja quasi, was mich weiterbringt im Tempel. Den Spur geht auch noch. Ihr könnt hier so viel bewachen, wie ihr wollt. Treasure Shard 18. Mutter- und Kindinsel. Geil, dann können wir dort auch fertig machen. So, jetzt holen wir uns aber erstmal den Schatz hier. Oh Gott, ernsthaft, Leute. Das ist der letzte, den ich brauche. So. Dann kann ich jetzt mir blaues Elixier machen lassen.
Ja, ich weiß halt nicht, ob es jetzt wirklich das Vier-Augen-Riff ist oder nicht. Sagen wir mal so. Ich habe das Fünf-Augen-Riff definitiv. Das Sechs-Augen-Riff definitiv. Jetzt die Frage. Was ist das für ein Riff? Ich hoffe ja, dass es das Riff ist. Hier keine Gunboats. Okay. Es war nicht das Vier-Augen-Riff. Es ist definitiv nicht das Vier-Augen-Riff. Scheiße. So ein Scheiß. Es könnte auch das hier sein. Machen wir mal das hier. Ein Augenriff. Ich sag mal, das könnte auch das einen Augenriff sein. Gut, dann sind die nächsten. Was ist das? Ja, Destroy the Cannons. Vergiss es. Defeat the Enemies and Sunken Treasure. Der hatte einen Augenriff. Auf zum einen Augenriff. Lookout platform, defeat the gunboats. Defeat the gunboats. Defeat the enemies. Ich finde den Sound einfach so geil. So. Teil 1, der Feinde besiegt.
Ach, das war's? Okay. Dann guck mal, Chest, was hast du denn Schönes für mich? Eine Treasure Shard. Ein weiterer Schatz, der eventuell hilfreich sein könnte. Ja. Two-Eye-Riff. Definitiv nein. Six-Eye-Riff auch nicht. Fünf-Augen-Riff auch nicht. Eins. Sechs. Zwei ist es nicht. Fünf ist es nicht. Three-Eye-Rift. Ne. Dann habe ich jetzt das Vier-Augen-Riff. Ich war gerade da. Da scheint auch ein Schatz raus. Komischerweise ist hier ein Gunboat. Oh. Trust Cannon Submarine. Oh, das Submarine. Was kriegen wir? Eine Goldfeder. Wow. Absolut wow. Okay. Machen wir weiter. Vielleicht auch ab und zu mal speichern. Destroy the cannon und ein Submarine. Dann machen wir das Submarine zuerst. Und gucken, was uns hier erwartet.
Was mache ich hier eigentlich? Rubine brauche ich auch keine mehr. Und Energie haben die sowieso nicht. Nein, wo rennst du denn hin? Das hatte ich schon das letzte Mal, dass ich da vorbeigerannt bin. Der Hookshot. Wir haben ihn. Wow. Wir haben endlich den Hookshot. Wir können immer noch nicht Ganondorf besiegen. Triforce of Courage und ja, Full Power Master Sword. Das Full Power Master Sword. Aber wir haben den Hookshot. Das heißt, wir haben jede Menge neue Möglichkeiten. Ich will den C4-Tempel will ich auf keinen Fall machen. Ich hasse den C4-Tempel. Obwohl, der Terra-Tempel ist schlimmer. Terra-Tempel ist schlimmer. Lookout Platform. Na los. Jetzt treffe ich den schon wieder nicht. Egal. Na super. So, was kriegen wir? Ja. Wrist-Rope Cave, okay. Hier die Cave. Ja, dann würde ich sagen. Das falsche Lied.
Wow. Zum Abend kommt mal die Sonne raus. So, dann hatte ich doch recht. Oder dann hatte ich recht. Risk Cave, okay. Das bringt natürlich viel. So, das war's. Ging doch schneller als gedacht. Und ich krieg tatsächlich nur einen silbernen Rubin. Für die Scheißhöhle, ey. Ich glaube, das wird doch ein 100% Run. Kann ich mir den anderen 100% Run sparen?
Ein bisschen magische Energie wäre nicht schlecht. Dann muss ich nämlich mal. Ja, Pfeile sind auch okay, aber wäre es wirklich lieber. Bisschen magische Energie zu bekommen. Die Insel, der Inselzweig denkt wenigstens mit. Bevor ich hier reingehe. Ja, ich finde die Lichtpfeile halt so overpowered, ey. Aber das ist schön. Ist wenigstens etwas im Spiel overpowered. So, natürlich habe ich wieder viel zu viel Rubine. Als ob mir das nicht auffällt. Pfeile, ja, genau. Das Geld brauche ich nicht. Oh. Na los, nimm! So. Haben wir das schon mal geschafft? Sehr schön. Und hier ist auch Magie für mich. Und noch ein bisschen mehr Magie. Perfekt. Eigentlich nur noch den Raum.
Sehr schön. Vollgetankt. Easy. Wie geht's mir? Wie viel habe ich? 8 Stück. Ah, schade. 2 Stück noch. Aber da kenne ich eine andere Höhle, die mir noch 2 gibt. Ah, nicht kaputt machen. Vielleicht brauche ich die noch. Eigentlich brauche ich die nicht. Wie viel Triforce Shards habe ich? Also 3 fehlt mir noch. 7, 8, ja. So, Cave. Cave habe ich. Was kriege ich dafür? Triforce Shard 17. Oder Treasure Shard. Das ist ja richtig. Das ist die hier, ne? Ja. Sehr gut. Dann machen wir die doch. Kann ich jetzt eigentlich endlich diese fucking Höhle machen? Immer noch nicht. Skyhammer. Gut, dann kann ich die halt immer noch nicht machen. So, da kann ich jetzt den Schatz holen. Wo ist die Vogelmann-Plattform? Da. Speichern, nicht vergessen. So, ich meine, so viel brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir brauchen halt nur noch das Master Schwert. Level 3. Und wenn wir Glück haben, dauert das nicht mehr allzu lang. Also ich brauche für die ganzen Tempel nur noch den Skullhammer. Dann habe ich auf jeden Fall alle Wege offen. Und dann brauche ich das Master Schwert Level 2, Level 3. Also entweder ich krieg das Master Schwert Level 3, also 2 Kisten quasi, die ich brauche. Es reicht, sehr schön. Oder halt den Skyhammer. Aber im Moment kriegen wir nur Schrott. Jetzt fahren wir hier hin. Big Octo und Sunken Treasure. Chest atop of Waterfall. Die haben wir auch noch nicht. Okay.
Was ich mich frage, hilft das gegen den Big Octo? Ein Lichtpfeil? Macht das ein Big Octo fertig? Das wäre ja nice zu wissen. Aber nee, ich glaub nicht, ne? Ich meine, ich hätte schon mal gesehen, dass das jemand im Randomizer gemacht hat. Ein Lichtpfeil gegen Big Octo. Was ich auf jeden Fall auch machen muss, ist hier die. Habe ich danach noch welche? Nee. Krank. Also habe ich nur noch die hier. Lass es was Gutes sein. Lass es bitte was Gutes sein. Das war nicht gut. Das ist eher mau. Könnte zwar da rein, aber es bringt mir halt absolut nichts. No to Mom. Earth Temple? Was? Ich brauche für Baito brauche ich Earth Temple? Das ist Schwachsinn. Okay. Jetzt sehe ich schon wieder. Ah, ja, der sagt mir, wo der Big Octo ist, ne? In die Richtung. Also in die Richtung. Vielen Dank, mein Freund. Du bist meine Rettung. In dem Fall. Ich wäre jetzt nämlich geradeaus weitergefahren. Ah, ich sehe sie. Ich mache jetzt nur mal einen mit Lichtpfeilen fertig.
ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Hier. So, komm. Irgendwas Masterschwertmäßiges. Nein, wir kriegen ein fucking. Stonewatcher Island. Das ist halt jetzt die Frage, die ich habe. Tatsächlich, Steingötze ist noch da. Dann habe ich die Perle ja doch noch. Also doch nicht. Lookout Platforms Chest und Destroy the Cannons. Das kriegen wir hin. Wenn ich die Lookout Platform finde. What the hell? Das sind viele. Was? Den habe ich noch nicht? Das waren viele. So, ich hätte gerne ein Masterschwert. Mindestens der Stufe 2 schon mal. Magie. Magie ist gut. Magie ist gut. Eine Fee ist natürlich auch super. So, gucken wir erstmal, was die Chest zu bieten hat. Den Skyhammer. Ich fasse es nicht. Damit haben wir alle Möglichkeiten offen.